Der Winkelmann Patroklos, Faszination getriebene Skulpturen, heißt es vom 21. November 2009 bis zum 24. Januar 2010 im Dommuseum des St. Patrokli-Doms in Soest. Die Fertigung der neuen Patroklos-Figur durch die Künstlerbrüder Christoph und Michael Winkelmann vom Möhnesee gab den Anlass zu der Ausstellung, in der 35 getriebene Exponate verschiedener Künstler zu sehen sind. Das Treiben von Kunstwerken aus Edelmetall gibt es seit über 2000 Jahren. Doch seit sie in der Bauhausphase Anfang des 20. Jahrhunderts eine letzte Blüte erlebte, wird die Treibarbeit immer weniger. Es finden sich kaum noch Lehrmeister und Schüler für diese künstlerisch und technisch sehr anspruchsvolle Bildhauerkunst. Der Bildhauer muss neben seiner eigentlichen Tätigkeit etwas von Metalllegierung, den Techniken des Treibens, Ziselierens, Gravierens, Lötens und Schweißens verstehen. Die Gebrüder Winkelmann aus Günnebrüningsen erlernten das Treiben von ihrem Vater Wilhelm. Von ihm sind ebenso Werke zu sehen wie von Hugo Bürger und Josef Jeckel. Wie habt ihr euch das beigebracht? Es ist so, dass in den 20er, 30er Jahren Professor Jeckel in Köln tätig war als Professor. Der hat sich sehr stark mit Treibarbeiten beschäftigt und gelehrt. Und da hat unser Vater auch einige Jahre ein Studium gemacht. Und dadurch haben wir auch praktisch die Arbeiten, dieses Handwerk erlernt. Herr, welche Stücke der Gebrüder Winkelmann oder der Familie Winkelmann werden denn jetzt hier in der Ausstellung zu sehen sein? Wir haben einige Arbeiten noch von unserem Vater, die er ab 1937 getätigt hat und dann eben nach dem Kriege. Und dann sind Arbeiten von meinem Bruder und von mir, die zwischen 1960 und der heutigen Zeit entstanden sind. Christoph Winkelmann hier mit einem ganz besonderen Stück. Was hat es mit diesem Kunstwerk auf sich? Das ist das Christinenreliquiar aus der Pfarrkirche in Herzebruck. Und die Reliquie ist also eine echte Schädeldecke. Wer mehr über die Bildhauerkunst des Treibens erfahren möchte, sollte den Besuch der Ausstellung in dem über 1000 Jahre alten Gotteshaus St. Patroklidom nicht verpassen.